nicht klatschen, nicht klatschen. Und klatschen, klatschen. Was soll das? Und wir sagen klatschen. Klatscht! Und so. So. Nehmen wir das nochmal. So, wir waren letztes Jahr in Memphis, haben wir ja schon gesagt, und haben uns einen Traum erfüllt und im Studio aufgenommen, in dem auch schon Elvis war. Das müsste jetzt. Das ist bedingt. Heute werden wir uns einen weiteren Traum erfüllen. Wir wollten schon immer mal, wenn wir live auftreten, eine weibliche, eine weibliche Background-Band haben. Weibliche, hast du gestern schon gesagt, was du sehen? Weibliche. Ich bin auf der Fetisch, den ich damit rumtrage. Müsste man mal googeln, gibt's bestimmt. Gibt's das auch von Henkel, Weibliche? Also, wir suchen einen weiblichen Background-Chor. Weil wir natürlich drei Sänger sind, brauchen wir auch drei Mädels, die Lust haben, hier zusammen heute mit uns auf der Bühne einen Song zu performen, einen Background-Chor. Also Mädels, Hände hoch. Basti sucht sich eine aus, Sam sucht sich eine aus und ich suche mir eine aus. Wer möchte auf die Bühne? Ja, das ist ja toll. Ja, wow. Ja. Das ist wirklich beeindruckend. So viel Motivation. Also, lustig ist immer die Leute, auf die gezeigt wird, die dann abtauchen. Komm, ich, bei der Auswahl, da muss ich schnell zuschauen. Aber stopp, also wenn ihr müsst das ja nicht machen. Wir haben ja auch immer noch Felix, der das sonst machen könnte. Hallo Felix, komm mal auf die Bühne. Komm mal hier auf die Bühne. Ja geil, das ist scheiße. Also wir wollen ja auch keinen zwingen, das zu machen. Jetzt können wir nochmal eine andere Frage stellen. Welche drei Ladies wollen denn gerne Felix kennenlernen jetzt auf der Bühne? Felix, da zeigen so viele auf, das glaubst du gar nicht. Hast du gerade gar nicht gesehen, die wollten alle drin, kriegen wir gar nicht alle auf die Bühne. Okay Felix, dann musst du es halt heute alleine machen. Ich glaube, wir hatten selten einen so schönen Background-Chor. So Felix. Felix ist lange Haare. So Felix, stell dich mal hier zu. Also Felix, du bist jetzt unser weiblicher Background-Chor. Dann stellst du dich einfach mit dem Rücken und dann glaubt jeder, dass du eine Frau bist. So. Quatsch. Alles gut. Könnt ihr hier das Mikrofon zu Felix stellen? Oder geht es nicht doch? Felix, ich muss es nicht erwähnen. Du bist ja quasi so eine Art Groupie. Du kennst ja schon alles, was jetzt hier passiert, oder? Was interessant ist, heute ist das erste Mal, dass wir alle angefasst haben. Okay. Ja, wir haben doch die Chance, miteinander zu leben. Aber Felix ist eindeutig Groupie, wenn ihm das aufgefallen ist. Jetzt erzähle ich jetzt schon nicht so auf euch. Glückwunsch oder was auch immer. Also Felix, du bist jetzt quasi stellvertretend für drei heiße Frauen hier. Ist aber offensichtlich. Ja. Und du kennst das? Immer wenn wir den Finger auf dich zeigen, wollen wir, dass du im Chor Folgendes singst. Hey, 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 Felix. Also Felix, falls du vor Aufregung den Text vergisst, wir haben ihn für dich ausgedruckt. Wir legen ihn da hin. Habt ihr Haarspray im Backstage-Bereich, dass wir Felix zumindest noch eine kleine Tolle machen können? Nicht, ne? Wieso? Er soll doch eine Frau sein eigentlich jetzt. Ah ja, richtig. Alles klar. Felix, bist du bereit? Ja. Felix? Okay. Warte mal kurz, dein Finger nochmal mit Felix. Muss ich auch probieren? Muss ich? Naja, ich hatte heute schon ein paar Mal angefasst. Ich weiß nicht, wohin das heute noch führt. Felix, ich nehme den, okay? Willst du den auch anfassen oder was? Du musst ja singen jetzt, wenn ich auf dich zeige mit den Fingern. Wenn ich nur anfassen, auch was machen dafür? Also ich spüre da eine ganz besondere Magie zwischen euch. Nur wenn wir auf dich zeigen, sonst nicht. Okay. Also, Finger. Ja, ist alles gut. Wir helfen dir, aber sonst von der Bühne gleich. Also. Maybe I'm going down. Maybe I'm going down. Maybe I'm out of my body.
Soll ich noch was machen? Also erstmal Felix, vorne. Felix. Jetzt erstmal Aschaffenburg rein. Aschaffenburg. Jetzt singen wir zusammen. Allerdings nicht hey, 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 das wäre viel zu einfach. Wir machen einen musikalischen Lückentext. Das heißt, ich singe vor und wenn ich aufhöre zu singen, singt ihr weiter. Schafft ihr das? David! Ja, wer wird das sehen? Gerade Herren dabei, die eher so waren so You're the hardest bitch in this place. Ich weiß nicht, ich glaube, es funktioniert nicht im Club. Also, wir wollen das nochmal mit ein bisschen Energie sehen, ein bisschen grollig, die Herren. Besser. War ganz okay. Ja. War wirklich ganz okay, aber ich meine, wir haben hier einen so unfassbar talentierten Sänger auf der Bühne. Ihr macht das gut. Aber warum soll Felix das nicht so machen, wie er sowieso jeden Abend vom Spiegel macht? Und einfach laut singen, I'm the hardest bitch in this place. Wichtig ist dabei auch die Choreo. Ja? Wir üben das nochmal, Felix. Ja, ja, aber du singst, mal die Choreo üben. I'm the hardest bitch in this place. Mach mal die Choreo mit. I'm the hardest bitch in this... I'm the hardest bitch in this place. Du kannst dir so selber auf die Schulter fassen, das ist auch ein. Felix, auf die Schulter sollst du dich fassen. Nee, auf die Augen. Hey, jetzt nicht national im Gesicht. Ja. Wieso hier so ein? Das wird großer. Ja, genau, genau. Felix. Felix, weißt du Bescheid? Geht los, Achtung. Ja. Jetzt nicht verkacken. Ganz kurz, ich werde diesen Abend nie vergessen, wirklich nicht. Also Felix, der Text ist ein, der hat das Bitch in his place. Weißt du?